Hi und herzlich willkommen zu meinem Donnerstags-Projekt-Update. Erstens, ich habe irgendwie mich verkalkuliert. Ihr seht schon, wie groß dieses Ding ist. Viele haben es in den Kommentaren beim letzten Video schon geschrieben. Da sieht man ja gar nicht mehr, was hier abgeht, wenn man da reinguckt, weil alles so zugestellt ist. Da hat man gar keinen Überblick mehr. Und ja, ich weiß, wir müssen auch so Sachen einbauen wie den Schlitten vom Weihnachtsmann, den ich weggenommen habe. Wo soll der denn bitte hin? Und ich habe jetzt auch zum Beispiel das letzte Modell fertig gebaut, das mir noch fehlte. Santa's Visit. Und mir ist der Platz ausgegangen. So richtig der Platz ausgegangen. Also ich weiß nicht wohin. Und ich habe ja noch vorgehabt, sowas hier zu basteln. Der Eislaufplatz. Wo soll der hin? Soll der einfach im Karton quer drüber liegen oder was? Irgendwie habe ich mich verkalkuliert, verschätzt. Ich dachte, das wird reichen. Das ist alles ein bisschen heftig. Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und irgendwo ist auch Ende im Gelände mit dem Platz. Naja, das hält mich aber nicht davon ab, trotzdem noch ein bisschen dran rumzubauen, auch wenn es mir leid tut, auch wenn ich ein bisschen traurig bin. Also mir kommen wirklich die Tränen, wenn ich sehe, wie klein meine Eisenbahn ist, wie da hinten der Baum rumgeschoben wird. Ja. Aber hey, für alles gibt es eine Lösung. Ich habe Augenringe. Ihr seht die Augenringe wahrscheinlich. Wisst ihr, warum ich die habe? Tische aufgebaut. Ich habe mir mal knapp 100 Euro in die Hand genommen für weiße Baseplates, für ein paar Schienen und natürlich für diese zwei wunderschönen Tische. Wo die eine Baseplate noch hinkommt, weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Platz. Wir haben jetzt richtig viel Platz, wo ich Sachen deponieren kann. Jetzt habe ich hier drin richtig viel Platz gekriegt. Klar, die Gebäude stehen noch nicht fertig, so wie ich sie mir vorstelle, weil das Lebkuchenhaus und das Elfenclubhaus noch nicht ganz so positioniert sind, wie ich es mir vorstelle. Auch hier hinten noch ein bisschen fehlt was. Das mit den Tannenbäumen ist nicht ideal und der Eislaufplatz muss ja auch noch irgendwo hingeparasselt werden. Aber ich habe jetzt Platz in der Mitte. Da habe ich richtig Platz. Ich kann eine ganze Baseplate hier reinstellen und habe Platz. Das kommt wunderbar hin. Nichtsdestotrotz muss ich noch irgendwo meinen schönen, wo habe ich ihn denn hin? Besuch des Weihnachtsmanns hinstellen. Santa's Visit 293. Besuch des Weihnachtsmanns ist seit diesem Jahr nicht mehr exklusiv bei Lego, sondern auch bei Fachhändlern erhältlich, zum Beispiel bei JB Spielwaren oder so. Ich mache euch mal einen Link in die Shownotes rein. Diese wunderschöne kleine Hütte, die hier hinten klasse designt ist, also das ist ein wunderschönes Gebäude, innen drin auch mit Küche, mit allem, ein Kamin, in dem der Weihnachtsmann runterrutschen kann. Ich mache es jetzt nicht. Und wir haben natürlich auch wieder einen Leuchtstein mit bei. Ich finde, das Ding ist ein hervorragendes Weihnachtsgebäude, gefällt mir sehr, sehr gut. Und es ist doch prädestiniert für so eine Weihnachtsstadt. Machen wir den Nikolaus wieder hier oben drauf, wieder runterlinst. So. Jetzt haben wir ihn. Und das ist prädestiniert, um das Gebäude wohin zu stellen. Da habe ich jetzt richtig schön viel Platz. Und das kommt, ich suche mir mal einen Platz aus, oder? Ich habe es jetzt mal direkt hier vorne hingestellt. Wenn man jetzt, da drüben ist quasi der Eingang vom Wohnzimmer, wenn man rausschaut, sieht man diese Gebäude als erstes. Das finde ich toll und kann da hinten einen Blick schweifen lassen. Finde ich klasse. In der Mitte ist immer noch Platz für einen tollen Festplatz, wo man immer noch was bauen kann, wo immer noch was ist. Ihr fragt euch jetzt aber sicherlich, warum gibt der Depp 100 Euro knapp aus für das Ding zur Erweiterung und da hinten ist dann alles kahl und leer? Warum macht er das? Kannst du sagen, warum? Da hinten seht ihr das, eine Straße. Ja, ich weiß, ich habe einiges an Geld ausgegeben. Ich habe mir Lego Roadplates gekauft. Die Dinger sind sowieso Teil meiner Lego City, die später hier stehen wird. Wird er zu Weihnachten oder nach Weihnachten abgebaut. Dann kommt hier ein Lego Modulargebäude drauf. Da gibt es ein neues Projekt, keine Panik, kommt im neuen Jahr. Ihr habt es euch ja gewünscht, dass ihr beim Stadtbuilding dabei sein wollt. Die wird hier stattfinden. Ich habe den Platz sowieso gebraucht und die, das mache ich alles kaputt, und die Roadplates sowieso. Ich habe einfach mal hinter dem Bahnhof, eine Hauptstraße gezogen und hat man noch so eine Querstraße eingebaut und einen kleinen Zebrastreifen. Braucht man ja, man möchte ja auch mal so über die Straße laufen, um zum Weihnachtsmarkt zu kommen. Aber es wird noch ein bisschen kahl da hinten, nichtsdestotrotz, ne? Wozu habe ich die ganzen Creator 3-in-1 Häuser? Guck mal, die kann man da hinten super hinstellen vor die Straße. Dann hat man so eine kleine Creator-Stadtwelt, so einen klitzekleinen Hauch von, das ist eine beliebte Stadt, ein beliebtes Dorf und da ist ein riesiger Weihnachtsmarkt in der Mitte. Ich finde, das wirkt super. Und ich nehme euch jetzt mit der Kamera mit in eine kleine Nahaufnahme von dem ganzen Ding. Aber wir können auch den Zug fahren lassen, oder? Zugfernbedienung. 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 Schauen wir doch mal nach, wie die ganze Sache mal jetzt mit der größeren Strecke wirkt.
Und jetzt auf geht die Fahrt, aber erstmal machen wir das Licht an. Licht ist ja wichtig, stehst du richtig rum drauf? Jawohl. Auch wenn es auf der Kamera aussieht, ausschaut, dass es rotes Licht wäre, ist es weißes Licht. Wir fahren jetzt einfach mit der ganzen Bahn vorwärts und gehen mal hier um die Kurve. Ich glaube, die Batterien gehen langsam zu neigen. Ne? Da ist langsam ein bisschen der Akku leer. Ich glaube, mein Sohnemann hat ein bisschen zu heftig mitgespielt. Nichtsdestotrotz ist es aber ein schöneres Schienenwerk als vorher. Irgendwas hat er gerade umgeworfen, ist aber nicht so schlimm. Und da zieht er gemütlich seine Gebahnen. Ich finde, es macht ein bisschen mehr her als das kleine Rondell vorher. Am liebsten hätte ich wirklich noch eine Weiche, die da durchführt oder nach hinten führt. Wer weiß, vielleicht kaufe ich mir nochmal zwei Tische. Aber an sich, bist du mal still? So, an sich ist es eine nette Geschichte und mal ein nettes kleines Weihnachtsdorf. Und jetzt kommen noch ein paar Dinge dazu. Im nächsten Video kann ich schon mal sagen, also ich bin jetzt im Projektvideo schon so weit, dass ich jetzt in die Feinheiten gehe. Jetzt kommen die Feinheiten. Jetzt kommen da Bäume rein, Wege, Minifiguren, ja, jetzt kommt da noch der Weihnachtsschlitten rein, wo mache ich den hin? Den wollte ich auch noch irgendwo reinbasteln. Dann kommt noch der Eislaufplatz rein und. Jetzt geht's an die Feinheiten, was ihr euch so wirklich gewünscht habt, aber wir gucken mal nach, wie der jetzige Stand jetzt mal ist. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Tschüss, bevor die Nahaufnahmen kommen. Vielen Dank fürs Schauen, schreibt gerne in die Kommentare noch, wie ihr das findet und was ihr mir jetzt noch raten würdet. Und jetzt schauen wir mal ganz genau hin, was da alles abgeht. Und eine Sache noch. Als ich gesagt habe, ich baue die Stadt um, beziehungsweise ich bastle da noch Tische hin und mache ein paar andere Dinger, dann hat es gekichert neben mir, ja? Hat mein Sohn gesagt, ich habe dir eine Überraschung in die Stadt gestellt. Ich habe es ja nicht entdeckt, bis ich die Stadt umgebaut habe. Vielleicht entdeckt ihr sie ja. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich damit meine. In diesem Sinne, viel Spaß. Fangen wir direkt mit vorne an. Hier steht jetzt das Lebkuchenhaus, direkt neben Senta's Visit und der Feuerwache. Da hinten zu der Stadt komme ich gleich. Auf jeden Fall ist alles in allem schon mal ein schöner Anblick, wenn man von hier drauf schaut. Man hat wesentlich mehr Einblick auf die ganze Stadt. Man sieht deutlich mehr davon. Widmen wir uns aber erstmal dem hier vorne. Hier hinter den Gleisen haben wir einen kleinen Bahnsteig. Boah, der Ausblick ist so super. Guck mal, wie man da schön reingucken kann. Der Blick ist doch klasse. Da haben wir hier diesen kleinen Bahnsteig. Da haben wir das Elfenclubhaus und da steht der Zug, der eben drauf wartet, dass er eben losfahren kann im Zweifel. Da drin haben wir noch diesen kleinen Eisplatz und hier diese wunderschönen vielen Weihnachtsbäume, wo ich mir noch überlegen muss, wo ich die verteile. Beziehungsweise die werden auch da hinten in der Stadt irgendwo stehen später. Da kommt noch ein bisschen was anderes in den Weihnachtsmarkt. Alle Geschenke habe ich jetzt mal auf einen Haufen geworfen und dann gucken wir mal, was hier alles los ist. Da drüben fangen wir hier an, da habe ich hier noch die Hogsmeade stehen und einen Teil des Winter-Weihnachts-Wunder Main Street-Gebäudes. Das ist der Toy Store, müsste das sein. Ich finde das klasse. Auf der anderen Seite haben wir hier dann den Music Store und die große Feuerwache. Alles in allem finde ich, gehen wir noch ein Stück hoch, habe ich wesentlich mehr Platz für die ganze Geschichte. Und also guck mal, wenn man jetzt von hier reinguckt, dann sieht es doch schon wirklich gemütlich aus. Klar, das ist noch eine kleine freie Fläche, aber von hier, also das ist immer ein klasse Ausblick. Gehen wir mal hinter zur Stadt. Wir laufen mal über den Marktplatz, über die Bahngleise hinter zur Stadt. Jede Stadt braucht einen Lego-Store. Das ist auch der Bus, da steht es nicht mehr so verloren da. Dann haben wir da den Nudel-Shop, den 3 in 1. Da haben wir das Creator-Stadthaus und Café. Ein zweiter Lego-Store kann nie fehlen. Und natürlich noch den letzten Laden. Hier da haben wir noch das Eckgebäude. Und davor haben wir den winterlichen Bahnhof, den es mal gab, aus der Creator-Export-Reihe. Ja, ich weiß, da hinten ist noch ein bisschen kahl, da kommt noch was hin, da haben wir auch noch Platz, was zu basteln. Also da ist auf jeden Fall noch was möglich, da werde ich mal gucken, was ich machen kann. Jetzt muss ich mir mal hier aufstehen hier. Und jetzt seht ihr mal, wie ich das gleich sehe, wenn ich in mein Wohnzimmer reinkomme. Ich nehme euch einfach mal einen Tacken mit. So, das ist der Blick, den ich immer habe, wenn ich vor meiner Couch stehe. Bevor ich mich hinsetze, sehe ich dieses wunderschöne Weihnachtswunderland. Und es wird von Woche zu Woche schöner. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mir gefällt es jedenfalls wahnsinnig, das immer von Woche zu Woche weiterzubauen und da viel mehr draus zu machen. Und es ist kein Vergleich zu vorher, wie ich finde. Das ist richtig viel Platz. Ich freue mich aufs nächste Mal. Nächste Woche, übernächste Woche muss ich mal gucken. Das Projekt muss ja bis zum 1. Dezember stehen. Und in dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Gucken. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.